Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir gehen jetzt ins Befehlszelt. Schauen wir mal, wie sich das so ausgeht. Habe ich eigentlich gespeichert? Ich glaube schon, ne? Okay, hier sind nochmal jede Menge Räumlichkeiten. Das hatte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. You got some brass balls to be waltzing in here after the alarms blared. Yet I can't place your face. Well, you wouldn't be the first I've pissed off and forgotten. Ein kräftiger Schlag gegen die Schläfen könnte dein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Kannst du gar nicht. Ich bin ganz sicher nicht gekommen, um mich an dir zu rächen. Nun ist etwas passiert, vermute ich. Wirklich, du erinnerst dich nicht einmal an mich? You're that sloop captain what got caught in the storms. I take it you did a number on my crew. Figures. I should have stayed to kill you myself. Looks like I'll have to remedy that now. What you hope to accomplish coming around here? You do realize we're standing in the most well-guarded spot in all of Deadlight. Der Großteil deiner Mates sind tot, mein Freund. Ich habe es ohne Probleme bis hierher geschafft. Well, aren't you so very skilled and brave? I suppose I ought to begrudge you my respect now. Er neigt den Kopf zur Seite. Is that what you thought I'd say? You can fight me if you like, but you won't be leaving this fort alive. Durante schmiedet Pläne, dich zu beseitigen. Dein unkontrolliertes Verhalten gehört in eine Einrichtung der... You sound like Ferrante's parrot. Ferrante schmiedet Pläne, dich zu beseitigen. Well, of course he is. He's a goddamn pirate, ain't he? He knows how to recognize a threat to his survival. Unlike you, it seems. We'll be fighting to the death now. Er schenkt dir ein Lächeln des Wahnsinns und zieht seine Pistole. Ah, da sind noch ein paar andere Collegians. In diesem Fall sollte ich wahrscheinlich eher die Formation halten. Au. Der macht ganz schön Damage, mein lieber Mann. Hat er da im Visier? Ja. Na, komm.
Alter. Manche von diesen Casts dauern einfach eine Ewigkeit, bis du das gecastet hast. Sind gefühlt 5 Jahre vergangen. Ich glaube, die Typen da hinten müssen wir als erstes platt machen. Du... Wer bist du? Du bist er. Okay, dann gehst du erstmal hier hin. Und schießt auf den Kollegen. Habe ich dem eine Nahkampfwaffe gegeben? Moment. Tu mir den Gefallen und cast es bitte. Fuck. Okay, wo stehst du genau? Da. Da sind die beiden Schläger. Okay. Verhalten unangemessen, weil ich ihn umgebracht habe. Noch ganz schön HP, ey. Das hätte ich viel früher drücken müssen. Na? Ja, hält es noch ein bisschen aus. Okay, eben wendet er sich ab.
Not exactly. My area of expertise. My area of expertise. About taxed to my limit. Und das alle? Oh nein, da hinten steht noch einer. Fuck, und jetzt hat es ihn auch noch erwischt. Hat er gerade vorbeigeschossen? Und tschüss. Da prügelt mich doch einer blutig. Benvet ist tot. Das musst du ganz schnell den anderen erzählen. Okay. I got it. Nein, Spiel. I can get it to spill its secrets. Mechanik. Mechanik. Nussschalen liegen inmitten der Asche zu Fuß dieses Warmfeuers verstreut. Farbige Stecknadel markieren verschiedene Schiffsrouten und Hafen. Karte des Todes weiß. Okay. Kommen wir auch da irgendwie hin? Ah. Nice. I don't be spoke. Wicked, okay. Dann schauen wir mal, wie wir hier rauskommen. Oder ob wir hier rauskommen. Nice and quiet. Erstmal speichern, würde ich sagen. Remaro habe angeblich eine Person namens Utin im Leuchten. Achso, okay. Also Quest. Habe ich die Piraten des Todesfeuers beeindruckt? Captain Furante, der auf der Insel vom todlässigen Piraten zu hören. Captain Furante, der auf der Insel Stauholz wohnt, wird erfreut sein vom Tod. Okay, Stauholz. Dämmerungssterne. Weiß jemand von euch im Chat, wo Dämmerungssterne, wo ich die finde? Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber eigentlich müsste ich hier rauskommen, weil...
müssen im Prinzip eigentlich... Boah, wo bin ich denn hier reingekommen überhaupt? Oh Gott. Das wird jetzt zumindest eine minimale Sucherei. Weil ich bin ja auf dem Bötchen hierher gekommen. Puh. Wachhunde, okay. Trouble. Kommen wir hier irgendwo wieder raus? Nee, da ist die Tür von der anderen Seite verschlossen. Vor Todeslicht. Kann ich nach dem Kampf entkommen? Nein. Das ist nicht drin. Der Typ steht immer so, dass es nicht einsetzen kann, was ein totales PP-Hands ist. Alter. Versucht er gerade wegzurennen? Oh shit, da ist noch einer. Ich hab gedacht, es wäre nur einer. Holy fuck. Boy, watch it. Er hat gerade Aggro. Ja, glaube ich. Boah, der ist jetzt schon aber schnell umgefallen gerade. Okay, da kommen wir nicht raus. Wir sind über die Treppe reingekommen, ne? Nee, da sind wir hoch. Sind hier über unten reingekommen. Okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir ursprünglich hier in den Dingens gekommen sind, weil wir wurden irgendwie erwischt und dann sind wir auf einmal hier oben gespawnt. Ich weiß, dass wir über den Kerker reingekommen sind. Aber ich weiß nicht genau, wo sie uns hingeschleppt haben, als sie uns entdeckt haben. Weil ich wurde entdeckt und wurde dann hier hoch. Nein, warte mal, das war anders. Ich bin aus einem Ausgang hochgekommen.
It shall open to me. Was? Okay. Was auch immer das gerade war. Okay, jetzt sind wir wieder hier unten. Zur Schmiede. Zum Hof. Da sind die Gefängnisse. Eine weiße Steinwand ragt wie eine Flutwelle über dem Ozean in den Himmel. Auf halbem Weg zwischen den Zinnen von Fort Todeslicht und der felsigen Bucht auf der Festung siehst du ein geöffnetes Bogenfenster. Am Strand hinunterklettern. Eine weiße Steinwand ragt wie eine Flutwelle über den Himmel. Du rutschst das Seil zum felsigen Strand hinab. Ein oder zwei Meter über dem Boden ist das Seil zu Ende und du lässt dich fallen. Muscheln knacken unter deinen Füßen, während du in Richtung Küste schreitest. Brrrr. Nice. Okay, damit, what the heck? Hab ich das letzte Mal übersehen. Oh, hier auch. Cool, was ist das denn? Runenpulver. Botenwacht. Oh mein Gott. Ausgrabungsstätte. Gata. Port Maye. Stauholz. Gehen wir hier nach Port. Wohl. Zwei verletzte Mannschaftsmitglieder. Moral ist scheiße. Wie kann man eigentlich die Moral anheben? Müsste eine Moral Schildschwelle mit Verletzung arbeiten. Okay. Hafen. Gefängnis, Ringkurs, Haus. Hafen, machen wir mal den Hafen. Weil hier gab es nämlich auch so eine Krakenauge, war das das? Wo man schlafen konnte und so. The Juana ought to keep to themselves. And when they need... Still kicking, eh? What'll it be? Zimmer. Sure thing. Nice. Witzigerweise haben wir mit der ganzen Quest, obwohl die ziemlich lange gedauert hat, kein Stufenstieg. Oh mein Gott. Stufenaufstieg erhalten. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal.
Beziehungsweise ich kann mir ja vorstellen, dass die ersten paar Stufenaufstiege wahrscheinlich relativ schnell gehen und danach wird es dauern. Gut, meine Freunde, ich muss mich jetzt ins Bettchen machen. Ich danke allen, die zugeschaut haben, sowohl auf YouTube als auf Twitch. Und muss jetzt einen Cut in diese wunderschöne Aufnahmesession machen. Ich danke euch allen, wenn ihr noch nicht auf den Abo-Knopf gedrückt habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.